Und voilà! Gebratener Himmelswurm-Leberschmarrn. Yvonne hat angeboten, ihn als Erster zu kosten. Also genauer gesagt hat er förmlich darum gebettelt. Ja, aber natürlich. Gibt es eine größere Ehre, als ein Stück kulinarische Geschichte mitzuerleben? Das ist nicht die Reaktion, die ich mir erhofft hatte. Was ist das für ein Hexenwerk? Erst salzig und knusprig, dann weich und luftig. Eine geradezu stürmische Attacke der Aromen. Doch es ist der pikante Kuss der Engelshauben, der dieses wilde Gericht zähmt. Es ist eine Meisterleistung, eine Naturgewalt sogar. Ein Strudel aus Geschmack und Gefühl. Ein anmutiges Biest, das aus einem Schlummer erwacht ist. Ich glaube, er mag es. Kann ich nicht genau sagen bei all dem Unsinn, den er redet. Aber du könntest recht haben. Es schmeckt wohl nicht schlecht. Nicht schlecht? Unglaublich! Und niemand soll es wagen, das Gegenteil zu behaupten. Sid, darf ich vorschlagen, dass du einer Gruppe deiner besten Kämpfer befiehlst, sofort ein Dutzend Blaurücken-Wyvern zu beschaffen? Ich denke darüber nach.